Herzlich willkommen zu unserer Asklepios-Informationssendung im Internet. Wenn Sie schon einmal ein paar Tage oder ein paar Wochen im Krankenhaus gewesen sind, dann kennen Sie vielleicht das Gefühl, sich nicht richtig helfen zu können. Vielleicht durften Sie nicht aufstehen oder Sie konnten nicht gut laufen. Und wie schön ist es dann, wenn Ihnen jemand hilft, wenn jemand ein paar Besorgungen für Sie übernimmt oder wenn er Ihnen zuhört. Und dafür gibt es die grünen Damen und Herren und die stelle ich Ihnen heute vor. Bei mir sitzt Uschi Kruse, sie ist die Einsatzleiterin der Grünen Damen und Herren im Asklepios Klinikum St. Georg. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Danke Kruse. Danke für die Einladung. Sagen Sie uns, was macht genau eine Grüne Dame? Die Gruppe der Grünen Damen, die ich in St. Georg leite, ist eingeteilt in zwei Gruppen. Das heißt einmal die Damen und Herren, die im Besuchsdienst tätig sind. Das sind die Damen und die Herren, die direkt an das Patientenbett gehen. Und die anderen Damen, da sind es nur Damen, sind im Lotsendienst tätig. Das heißt, sie empfangen den Besucher oder auch den Patienten, der etwas orientierungslos durch die Gänge läuft und fragt, wo geht es wonach hin oder wo geht es hin. Und da helfen wir. Wir sehen, oder sagen wir mal, die Erfahrung zeigt uns, wenn jemand irritiert ist oder nicht genau weiß, wo er hin will, dann sprechen wir ihn an. Die Lotsin spricht ihn an, den Besucher an und sagt, können wir Ihnen helfen? Und das ist dann Ihre Aufgabe. Begleiten Sie auch Patienten zu Untersuchungen? Das generell nicht. Aber wenn wir von der Stationsleitung, weil eine grüne Dame eben auf der Station tätig ist, dann werden wir oft mal gebeten, können Sie nicht vielleicht zum EKG oder zum Röntgen und so. Das machen wir aber nur in gewissen Ausnahmen, weil es eigentlich dafür auch den hauseigenen Patienten oder also einen Dienst gibt, der das eigentlich besorgt. Nun ist es ja oft so, dass man im Krankenhaus ist und die Verwandtschaft hat nicht immer Zeit oder sie ist vielleicht gar nicht da und man wünscht sich vielleicht eine Zeitschrift, in der man stöbern kann. Kann ich zu Ihnen sagen, ich möchte so eine haben, können Sie mir so eine kaufen? Ja, also erstens gibt es in den meisten Krankenhäusern Kioske und dann wird also auch sehr häufig, gerade am Montag, das ist so typisch, fragen meistens die männlichen Patienten, könnte ich denn vielleicht eine Bildzeitung haben? Und darf ich das sagen? Schade. Und dann besorgen wir die selbstverständlich. Ne? Das machen wir. Wir besorgen sowohl das, was in dem Kiosk erhältlich ist, auch wenn es besondere Wünsche sind, dann gehen wir auch schon mal weiter. Ich habe gehört, es gibt auch eine Bücherei. Damit haben wir nichts. Die Patientenbücherei wird von einem Herrn, der auch ehrenamtlich und zwei Mitarbeitern bei uns zumindest im Krankenhaus St. Georg geführt. Andere Krankenhäuser handhaben das anders, wo auch Grüne Damen mit für die Patientenbibliothek zuständig ist. Nun sehe ich da an Ihrem Kittel einen Button, da steht Mein Geschenk, Doppelpunkt, Zeit. Was heißt das denn? Ja, das ist eigentlich der Kernbereich unseres Daseins, um es mal so zu sagen. Wir haben Zeit, wir sind alle nicht mehr berufstätig. Wir nehmen uns einfach die Zeit für die Patienten. Das ist das, die Person, die in unserem Fokus ist. Wir nehmen uns die Zeit, wenn zum Beispiel wir bemerken bei dem Besuch beim Patienten, er möchte etwas sagen, er möchte ein Gespräch führen, vielleicht mit Ruhe, mit Zeit, egal welchen Inhaltes. Und dann nehmen wir uns die Zeit, weil wir wissen, dass gerade solche Gespräche dem Patienten sehr gut helfen, sagen wir es mal etwas übertrieben bei der Genesung. Wie stelle ich mir dann Ihren Tagesablauf vor, wenn Sie morgens anfangen? Also wir treffen uns morgens so um 9 rum bei uns. Wir haben so ein kleines Büro bei uns im Krankenhaus und da treffen wir uns. Wir sind ja dreimal in der Woche da und immer jeweils eine Gruppe mit 10, 12 Damen und Herren. Wir treffen uns um 9 Uhr, dann besprechen wir. Ich bin jeden Einsatztag da. Dann gibt es Informationen auszutauschen. Das heißt, dass in der Zwischenzeit eine Stationsleitung mit einem besonderen Wunsch angerufen hat für einen Patienten. Der wird dann sofort erfüllt.
Und diese Information, die ich auf dem Anrufbeantworter habe, die gebe ich dann an die Damen weiter, die dann die entsprechenden Stationen besuchen, weil, und das muss ich ganz, das ist explizit nur für unser Haus, hat jede grüne Dame immer zwei Stationen zu besuchen. Heißt das dann, dass wenn ich ein Patient bin und gerne reden möchte über die Krankheit, die ich habe, vielleicht auch über meine Sorgen, und Sie eilen dann so an mir vorbei, dass ich dann sage, hallo, könnten wir bitte jetzt nein. zusammen miteinander sprechen, sofort? Nein, nein, eigentlich, wir eilen gar nicht. Das ist eben dieses Symbol. Wir haben die Zeit und wir nehmen sie uns auch. Es gibt eine Kernzeit, die wir da sind, die grünen Damen und Herren, das ist von 9 bis 12 Uhr, wo auch angerufen werden kann und dann ist auch jemand am Telefon, also meistens ich. Und diese Zeit, wenn ich sage, jede grüne Dame hat zwei Stationen, dann und sie sitzt bei einer Patientin oder bei einem Patient und spürt, dass ein Gespräch Not tut, dann geht immer Qualität vor Quantität. Das heißt, sie verbleibt da, um dann vielleicht später mal zu sagen bei anderen Patienten, ich bin ein bisschen knapp in der Zeit, kann ich für Sie etwas besorgen, dass man dann eben das nicht einspart, so möchte ich nicht sagen. Man nimmt sich einfach die Zeit, weil man ja auch immer so ein bisschen davon ausgehen muss, dass die Abläufe des Krankenhauses dazu kommt. Sprich, dass Visite kommt, dass späteren Zeitpunkt die Essenausgabe ist und so weiter. Und wir sind dann immer so ein bisschen dazwischen. Warum wird man das? Warum machen Sie das vor allem? Also für mich die Frage zu beantworten, und oftmals ist es die Antwort auch für viele grüne Damen, ich habe in meinem Leben sehr viel Glück gehabt. Und dieses Glück zu haben und nicht mehr berufstätig zu sein, viel Zeit zu haben, etwas zurückzugeben von dem Glück, was ich im Rahmen meines Lebens hatte. Und das, ja, es war mir ein Wunsch. Es war mir ein Wunsch, so etwas zu tun. Als der Gedanke in mir keimte, war ich allerdings noch nicht ganz sicher, in welchem Ehrenamt es irgendwann hinauslaufen wird. Das wusste ich nicht. Ja. Gibt es etwas besonders Schönes, woran Sie sich erinnern in den vielen Jahren Ihrer Tätigkeit? Ja, das ist primär immer, ich war ja auch 4 Jahre selbst, bevor ich Einsatzleiterin wurde, im Besuchsdienst und habe, und das meine ich damit, wunderschöne Gespräche gehabt. Es sind Menschen, die sich mir geöffnet haben, die über ihre Probleme, ihre Sorgen, die über Dinge nachgedacht haben, die in diesem Zeitpunkt des dort Herumliegens, in Anführungsstrichen, gekommen sind, die, ob das der Verlagsdirektor ist oder ob das der Hafenarbeiter ist, alle empfinden in dem Moment dort zu liegen, kommen sie zu einer Ruhe, die diese Gedanken hervorbringen und daraus resultieren Gespräche, die mitunter berührend, anrührend und wunderbar sind. Und das ist einer der schönsten Momente, wenn man mit einem Menschen sich austauschen konnte, den man nicht kannte und über dessen Offenheit man sehr berührt ist. Wenn ich Sie fragen würde, welche besondere Fähigkeit man dafür haben muss, eine grüne Dame zu werden oder auch ein grüner Herr, den gibt es ja auch bei Asklepios, was würden Sie mir sagen? Kontaktfreudig, empathisch, also dieses Mitfühlgefühl, das Aufgeschlossensein, das keine Vorurteile zu haben, keine Berührungsängste, immer in sich selbst ruhend, meine ich damit, dass ich dieses Ehrenamt auch gerade bezüglich Krankheiten es nicht als eigene Therapie empfinde. Es gibt viele Menschen, die ein Problem haben, dass sie aus welchen Gründen auch immer mit sich rumtragen und dann der Meinung sind, sie können es im Krankenhaus abarbeiten. Das ist ein Problem, das darf nicht sein. Aber dafür
ist es in der Einarbeitungsphase, die so lange ausgedehnt wird, bis die Dame oder der Herr sich einerseits stark genug fühlt, dabei zu sein, oder ich, wenn ich das so sagen darf, auch denke, dass die Dame oder Herr das entsprechende Rüstzeug mitbringt, dann kann sie gerne grüne Dame werden. Es gibt Damen, es gibt Herren. Ja. Verteilen Sie die nach einem bestimmten Kriterium? Verteilen nicht. Also wir haben eine Anzahl von Stationen zu besuchen. Das ist auch eine Verpflichtung, die die grünen Damen oder die die Gruppe eingeht gegenüber dem Krankenhaus. Aber es gibt natürlich Affinitäten, die die eine oder der andere mitbringt, worauf man Rücksicht nimmt. Also das heißt, wenn jemand kommt, der vielleicht einen Verwandten oder auch den Partner gepflegt hat und der ist vielleicht in diesem Krankenhaus oder in einem Krankenhaus in einer besonderen Station verstorben, dann nehme ich ihn da natürlich außen vor. Der muss dann nicht in eine Station. Aber ansonsten ist es der Notgehorchende mehr als dem persönlichen Wunsch. Haben Sie Nachwuchsprobleme oder ja. Finden Sie sich leicht? Ja. Ich sage, es ist schwierig in der heutigen Zeit bei dem Angebot ehrenamtlicher Tätigkeit, die ja immens gestiegen ist. Wir rekrutieren, wenn man so sagen darf, und sehr häufig oder die meisten grünen Damen, Innen und Herren, bei der Aktivoli, die einmal im Jahr Ende Januar stattfindet. Dort präsentiert sich der Stand der grünen Damen unter dem Dach der evangelischen Krankenhaushilfe. Und da beantwortet die oder der Standdienst hat Fragen für Interessenten und da versuchen wir natürlich viel Interesse für unsere ehrenamtliche Tätigkeit anzukurbeln. Das bringt mich zur nächsten Frage. Grüne Dame erkläre ich mir durch die Farbe Ihres Kittels. So etwas Ähnliches werden die Herren vermutlich auch anhaben. Ja, ja. Aber erzählen Sie uns noch ein bisschen über die Organisation, auch wenn ich mich interessieren würde dafür, bei Ihnen dabei zu sein. An wen wende ich mich? Also grundsätzlich hier vor Ort. Immer an das Krankenhaus bzw. an die Einsatzleitung der grünen Damen. Das ist meistens bei den Pförtnern, bei der Telefonzentrale und so beim Empfang bekannt, wer die Einsatzleitung hat. Meistens, es ist ja heute auch alles schon so publik, das heißt im Internet oder der Auftritt des einzelnen Krankenhauses, mit dem auch die Personen, die ansprechbar sind, schon irgendwie publiziert werden. Dann vereinbart man der Interessent und ich vereinbaren dann einen Termin, einen Vorstellungstermin. Das eine oder andere wird dann natürlich schon vorab geklärt. Es gibt so ein paar Grundfragen, die ich habe. Und dann lade ich die Dame oder den Herrn ein zu einem persönlichen Gespräch bei uns vor Ort. Im Büro. Und mit wie viel zeitlichem Einsatz muss dann der grüne zukünftige Herr und die zukünftige grüne Dame rechnen? Also ich sage mal, wenn ich einen Dienstag, einen Montag, einen Mittwoch oder einen Donnerstag mich interessiere, sollte ich, wäre es schön, wenn ich den Tag mir für diesen Tag freilasse und frei nehme. Angesetzt ist es der Zeitraum zwischen 9 Uhr und 12 Uhr, aber es gibt eben immer diesen Gemeinschaftssinn bei uns, dass wir nach getaner Arbeit, also des Besuchsdienstes, gemeinsam essen und dann noch viele Tätigkeiten, die das Einkaufen und so weiter. Das heißt, dass ich habe sehr fleißige grüne Damen und Herren, die also mitunter um 2 oder um 3 dort weggehen, weil es immer noch etwas zu tun gibt. Und können Sie uns sagen, wie das in den anderen Asklepios-Kliniken geregelt ist? Also es ist, wie gesagt, bei uns speziell damals bei der Einrichtung 2003, als sich die grünen Damen, die Gruppe konstituierte, vereinbart worden, der morgendliche Zeitraum. Viele Gruppen der Asklepios-Kliniken haben
andere Zeitvorstellungen. Die sind vormittags oder die sind nachmittags, die sind auch zum Teil auch mal am Samstag da. Das ist aber individuell. Es hat sich bei uns im Prinzip so ergeben und sagen wir mal in den 10 Jahren, die wir jetzt da waren, seit letztem Jahr 10 Jahre, hat sich das als positiv dargestellt, dieses Zeitfenster auch zu nutzen. Und was genau heißt dann ehrenamtlich? Unbezahlt. Wir sind unbezahlbar in unserer Tätigkeit, in unserer Aufgabe und in dem Engagement als solchen. Ja, vielen Dank, Frau Kuse, dass Sie bei uns waren und dass Sie uns so viel erzählt haben über die grünen Damen und über die grünen Herren. Und wenn Sie noch weitere Informationen haben möchten, dann finden Sie die bei uns im Internet unter www.asklepios.com/Nachtvorlesungen oder natürlich auf YouTube. Danke, dass Sie dabei waren.